Manchmal wird online um Dua gebeten und die Muslime schreiben dann Dua für ihn, sozusagen als Text. Ist das richtig oder sollte man tatsächlich die Hände heben und Dua machen? Man sollte tatsächlich die Hände heben und Dua machen, ja, und das nicht einfach sozusagen schreiben. Natürlich, das Schreiben ist auch ein Dua, ja, aber besser ist es, dass man die Hände hebt und wirklich das ausspricht. Beispielsweise auch mit dem Salam. Manchmal schreiben Leute Assalamu alaikum und dann schreiben sie halt irgendwas, was sie wollen und dann antwortet man. Aber man schreibt nicht wa alaikum assalam. Ja, wir haben gesagt, das Antworten auf den Salam ist Pflicht, aber man muss es nicht aufschreiben. Wenn du sagst wa alaikum assalam, ist das ausreichend. Ja, wenn der vor dir ist, natürlich, dann sagst du es, dann antwortest du mit Wörtern, aber wenn er es aufschreibt, dann musst du nicht schreibend zurück antworten. Ja.